Spannend sind ja jetzt auch gerade diese Differenzierungen, was man also nur den Ländern zuschreibt, was allerdings Auswirkungen natürlich auf den Bund hat. Denn das ist die nicht wegzuredende Klatsche für alle Ampelparteien. Und so heißt es da teilweise sogar schon aus den eigenen Reihen. Eigentlich hat man die Legitimation verloren. Björn Höcke ist in Thüringen als erster durchs Ziel gelaufen. Seine AfD ist stärkste Partei. Der Extremist versucht nun, die Demokraten zu belehren. Ich kann den Altparteien, den Kartellparteien dringend davon abraten, jetzt zu versuchen, nur auf mathematische Mehrheiten zu schielen, um die AfD noch mal zu verhindern. Das legt die Axt an das Fundament des Parlamentarismus, an das Wertefundament des Parlamentarismus. Wir sind stärkste Kraft, wir haben einen historischen Sieg hier eingefahren und wir wollen in Regierungsverantwortung und werden in den nächsten Wochen versuchen, diesen Weg zu beschreiten. Höckes Problem, niemand will sich mit seinen rechtsradikalen Gesinnungsgenossen in dasselbe Boot setzen. Die Chance für den Wahlverlierer Mario Vogt steigt, irgendwie Ministerpräsident zu werden. Wir begreifen das als CDU auch als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU. Und wir werden jetzt auch die Gespräche dazu führen, dass es in Thüringen eine vernünftige Regierung gibt unter Führung der CDU. Das gehen wir an. Dafür müsste die CDU mit den Putin-Freunden von Sarah Wagenknecht reden und auch die Linke mit ins Boot holen. Zur Linken gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU. Und mit den Wagenknecht-Genossen hat Merz auch die Zusammenarbeit ausgeschlossen. Mario Vogt müsste sich gegen den CDU-Chef stellen. Beim BSW schraubt man schon mal die Bedingungen hoch. Und die heißen Pro-Russland kontra USA. Eine schlechte Regierung, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen eben auch eine bundespolitische Stimme dieser neuen Regierung für Frieden, für Diplomatie und gegen die US-Raketenpläne. In Sachsen ist zwar CDU-Ministerpräsident Kretschmer Wahlgewinner, doch es reicht nicht mehr zu einer Koalition mit SPD und Grünen. Auch hier geht es nur mit Sarah Wagenknecht. Und die Ampelparteien? Atomisiert, marginalisiert, zu Staub zermahlen. Für sie ist die Wahl ein Desaster. In der FDP denkt man über ein Koalitionsende nach. Die Bilanz bei den Kleinen bitter. Für mich ist es klar, die FDP, wir haben unsere Wahlziele heute nicht erreicht. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen miteinander sprechen und schauen, was man verbessern kann. Und auch über ihn scheint die Götterdämmerung hereinzubrechen. Olaf Scholz, ist der Kanzler noch der richtige Spitzenkandidat für den Wahlkampf 2025? Eine Note von der Parteichefin. Wir müssen in der Bundespolitik sehr viel stärker Wert darauf legen, dass eben jetzt eine SPD-geführte Bundesregierung auch von der SPD geführt wird und dass die eben auch in ihrem Handwerk besser wird. Besser werden in Führung und Handwerk, das klingt nicht gerade nach einem Traumzeugnis. Was für ein Abend für die stolzen Sozialdemokraten. Vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD-Bundeszentrale ist für uns Achim Unser. Wird das ganze Geschehen, die Entwicklungen bei der SPD einordnen? Guten Morgen, Achim. Also wir haben eben Saskia Esken gehört, aber auch ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil hat gestern ebenfalls Druck gemacht. Der Kanzler ist also stark angeschossen. Was kann er denn jetzt machen, um aus dieser Krise herauszukommen? Naja, da gab es viele Stimmen hier im Willy-Brandt-Haus. Also man hat tatsächlich auch zugegeben, man kann die Lage jetzt nicht schön reden. Wobei Lars Klingbeil dann auch darauf hingewiesen hat, dass man zum Beispiel in Sachsen zu Jahresbeginn bei 3% lag. Also dass man sich doch noch deutlich gesteigert hat. Das Kämpfen habe sich gelohnt, so hat man es hier gehört im Willy-Brandt-Haus. Allerdings natürlich eine, sag ich mal, sehr magere kleine Zahl ist dann am Ende rausgekommen, wobei die SPD in Sachsen nie besonders stark war. Kevin Kühnert, der hat dann schon ein bisschen angedeutet, wie es demnächst in der Koalition dann aussehen wird. Der hat nämlich gesagt, wir lassen uns nicht weiter auf der Nase herumtanzen. Also die SPD will sich da anscheinend in der Koalition mehr profilieren. Und ganz ähnlich hat sich auch Saskia Esken, die Co-Vorsitzende, geäußert. Sie hat nämlich gesagt, wir starten jetzt durch mit sozialdemokratischer Politik. Also all das klingt danach, als ob die SPD jetzt in Zukunft und vor allem eben das Willy-Brandt-Haus hier dem Kanzler auch ein bisschen Dampf machen möchte, dass er eben mehr SPD-Themen dann durchbringt und sozusagen die SPD in den Vordergrund stellt in dieser Ampelkoalition. Aber ob das natürlich klappt, das steht auf einem ganz anderen Papier, weil bei den anderen Parteien sieht es wohl ganz ähnlich aus. Die FDP wird jetzt auch versuchen, sich mehr zu profilieren. Auch die Grünen werden versuchen, da ihre Stammwähler noch einmal zu überzeugen, dass auch bei der nächsten Wahl wieder die ihr Kreuz bei den Grünen machen.
Achim, nun hat Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen, etwa gesagt, jetzt natürlich erstmal der Fokus auf die Landtagswahl in Brandenburg in ja knapp 3 Wochen. Aber dann müssen wir alles scharf stellen für die Bundestagswahl. Was heißt denn das nun eigentlich auch für den Kanzler in Person? Denn es gab ja durchaus schon Stimmen unter den Sozialdemokraten, die sagen, na, ob wir mit dem, mit den besten Vorzeichen überhaupt in die Bundestagswahl im nächsten Jahr gehen. Also wird auch diese Diskussion jetzt wieder größer? Also diese Diskussionen sind jetzt erstmal ein bisschen kleiner, weil das große, ganz große Desaster ist tatsächlich ausgeblieben, nämlich dass die SPD in beiden Ländern aus dem Landesparlament rausfliegt. Wäre das passiert, dann würde diese Frage jetzt heute tatsächlich deutlich lauter gestellt werden. Und tatsächlich, du hast es angesprochen, Stefan Weil hat gesagt, wir schauen jetzt nach Brandenburg und wenn dort Dietmar Woidke es schafft, Ministerpräsident zu bleiben, dann würde das auch nochmal die Position von Olaf Scholz stärken, weil dann könnten eben all jene, die sagen, die SPD hat im Osten überhaupt nichts mehr zu reißen, könnte er denen entgegenhalten. Naja, wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg ja immer noch die Regierungschefs, die wir dort eben sozusagen auch festigen konnten. Dietmar Woidke hat sozusagen sein Regierungsamt behalten. Dann wird es relativ schwer, da nochmal an der Person von Olaf Scholz tatsächlich Kritik zu äußern, zumindest parteiintern. Von außen wird diese Kritik natürlich weiterhin kommen. Alle schauen dann immer noch auf Pistorius, den Bundesverteidigungsminister, der sehr populär ist und würden sich vielleicht auch manche wünschen, dass er Olaf Scholz ablöst. Aber ich denke, das ist natürlich dann relativ schwer zu bewerkstelligen, solange Olaf Scholz eben darauf besteht, dass er eben die SPD auch nächstes Mal in die Bundestagswahl führen wird. Und das wird ja interessant in Brandenburg werden, wenn Dietmar Woidke es wirklich schafft, Brandenburg für die SPD zu halten. Hat ja bereits angekündigt, er möchte Olaf Scholz und auch die Parteivorsitzenden, den Generalsekretär überhaupt nicht im Wahlkampf sehen. Also da wird einiges heute bei der SPD passieren. Du wirst das für uns beobachten. Danke, Achim, für den Moment vor das Willy-Brandt-Haus.